Heute in zwei Monaten steht fest, wer als offiziell schönste Zürcherin gilt. Doch bis dahin müssen die Kandidatinnen noch einige Hürden schaffen. Die erste war das heutige Casting. Gerade von Anfang an haben sich die Anwärterinnen auf den Miss Zürich-Titel der Jury im Bikini präsentieren müssen. Donna Gablinger war mit dabei. Eine Kollegin von mir hat letztes Mal mitgemacht und ich dachte, ich versuche es auch mal. Man kann ja nichts verlieren. Genau das haben sich heute 30 junge Frauen gesagt und sind das Miss Zürich Casting angetrabt. Die Jury nimmt die Kandidatinnen genau unter die Lupe. Und dieses Jahr müssen die Kandidatinnen ohne jegliches Make-up anstehen. Während die einen sich gerade am Vorstellen sind, warten andere noch geduldig, bis sie aufgerufen werden. Ja, also ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Man will ja nicht umgehen oder sich da nicht irgendwelche peinliche Sachen aneignen. Andere kommen gerade mit dem ganzen Fanclub als Unterstützung. Ich mache es eigentlich meinen Kollegen zulieb, weil sie haben mich angemeldet. Und ja, mal schauen, ob ich weiterkomme. Eine schöne Figur, Natürlichkeit, Ausstrahlung und das Aussehen sind auch dieses Jahr die Hauptkriterien, nach denen die Jury urteilt. Mädchen schlagen sich gut durch und sind nach dem Durchgang erleichtert. Ja doch, ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Ein bisschen gestottert und so, wie ich erwartet habe, aber sonst ist es glaube ich gut gewesen. Sie haben mich nach der Bundesrätin gefragt, ich war auch nicht vorbereitet gewesen. Ich konnte ihnen einfach aufzählen. Also mal schauen. Die Konkurrenz ist gross und am Schluss sind nur 12 Finalistinnen, die beim grossen Finale dann auch dabei sein dürfen. Ich habe mir schon mal 3 Kandidatinnen notiert, die ich sehr gut finde. Und eine davon, die ich also wirklich als Miss Schweiz würde sehen. Die zukünftige Miss Zürich wird sich nämlich automatisch für die Miss Schweiz-Wahl qualifizieren. Bis dahin ist es aber noch ein Stückchen weg. Die 12 Miss Zürich-Finalistinnen präsentieren sich am 20. März im Einkaufszentrum Regensdorf das erste Mal der Öffentlichkeit. Für Tele Zürich, Donna Gablinger.